In diesem Video fahre ich für 2 Tage in den Ulanka Nationalpark. Ich bin Marcel und reise durch Schweden, Finnland und Norwegen. Und damit herzlich willkommen aus dem Ulanka Nationalpark. Sieht das nicht fantastisch aus? Einfach grandios. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn the memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. So, ich bin jetzt am Informationszentrum hier am Ulanka Nationalpark eingetroffen. Habe schon einige Rentiere gesehen, Rentiere, und habe mir das Ganze hier im Haus schon betrachtet. So, hier gibt es einige Wege, die von hier aus losgehen. Sie sagte, die sind ganz einfach, da kann man sich überhaupt gar nicht verlaufen. Alle wieder farbig markiert. Und ja, ich nehme mal an, ich fange erstmal heute bei diesem Wetter klein an. Werde auf alle Fälle jetzt hier einen Trip machen und mal schauen, welche Farbe, welchen Weg ich einschlagen werde. Und wie ihr selber sehen könnt, ich habe einen Pullover an, das erste Mal. Wir haben jetzt 13, 14 Grad draußen. Ich habe zwar noch eine Bermudas an mir oder meine kurzen Jeans, aber ich werde mich jetzt umziehen und mich auch dementsprechend anziehen. Nach vorne ist schon wieder eine Riesenherde an Rentieren. War nicht riesig, aber zumindest mal schauen, ob ich die einfangen kann. I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. Tja. Welchen Pfad nehme ich denn? Irgendwie immer am Wasser entlang. Weil hier gibt es keinen Plan, sondern musste sich vorher ein Foto machen vom Plan. Ja, sowas gibt es hier nicht. Aber die sagt, na gut, es sind die einfachen Wege. Da braucht man keinen Plan für. Also, auf geht's. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, gone. Gone. It's gonna cry, it's gonna cry. It was gonna cry.
this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Der Ulanka Nationalpark, 270 Quadratkilometer groß. Den schaffe ich natürlich alles nicht, aber der reicht bis rüber nach Russland. Das heißt natürlich auch, dass die russische Grenze hier nicht allzu weit entfernt ist. Und wenn ich auf dem Weg hierher, kann man immer wieder sehen, dass dann Schilder stehen, The Karelian Way, also der karelische Weg. Und ja, man wird schon darauf hingewiesen, dass Russland nicht ganz weit entfernt ist von hier. Aber das ist ja schon herrlich hier, diese Einsamkeit hier zu laufen, immer darauf zu achten, na, erkennst du gleich irgendwas? Ab und zu huscht irgendwas vorbei, das wird dann vielleicht Dammwild sein. Aber ansonsten, ja, man sieht zwar auf dem Boden hier immer wieder die Hinterlassenschaften der Rentiere, aber hier auf dem Weg weiter bisher noch nichts entdeckt, gar nichts. So, ich werde mal da runter gehen, schauen, weil da hinten höre ich Wasser und zwischendurch muss ich immer wieder die Mücken hier wegmachen. Also ist schon ganz gut, die Jacke anzuhaben. Ich habe im Notfall habe ich sogar meinen Tropenhelm Netz bei, falls es zu wild werden sollte. So, ach, hier geht das auch noch weiter, das ist der orangene Weg. Rechnen und laufen und auf Steine achten, das ist so eine Sache. Und schon knickt man um. Aber jetzt wird erstmal unten geguckt und dann geht es grün weiter. Ein bisschen spüre ich mein Fußgelenk schon. Das ist nicht gut. So, und das wegen des Bachlaufes hier. Ja. Schön sieht es ja aus. Thank you.
2,5 Stunden euch unterwegs. Das hat sich gelohnt. Und jetzt muss ich mal hören, wo der kleine Bärenpfad ist. Denn den wollte ich eigentlich morgen laufen, 10 Kilometer. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Also nochmal reinfragen. Und nun geht die Reise weiter zu einem anderen Ausgangspunkt im Ulanka Nationalpark. Hier treffe ich am Startpunkt zum kleinen und großen Bärentrail ein. Geradezu kann man schon den Eingang erkennen. So, ich bin jetzt hier an einem Platz gelandet, ein Campingplatz, ein kleiner Campingplatz. Ich stehe auch hier ganz alleine für 20 Euro. Der hat alles, was eigentlich auch ein Campingplatz hat, aber vorhin ist ein Finne gefahren, ich bin gekommen, wir haben nur die Steckdosen ausgetauscht und ja, jetzt hänge ich da dran und unmittelbarer Sichtweite erkennt man den Parkplatz. Den großen Parkplatz und der ist immer noch voll zum kleinen Bärentrail und den möchte ich morgen unbedingt laufen. Ich habe auch schon Voltaren in meinen Fuß eingeschmiert und kühlt und also der hat doch schon ein bisschen was abbekommen, mein Fuß. Leicht angeschwollen, also in einer Stelle zumindest, aber ich hoffe und morgen gibt es so ein bisschen Ibuprofen und dann wird das schon klappen. So, gleich werde ich noch die Drohne steigen lassen. Ich bin ganz froh, dass ich hier ein bisschen abseits bin und meine Ruhe habe und vor allem hier nochmal die schöne Natur genießen kann. So, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Bis gleich. Thank you.
bin hier auf dem kleinen Bärentrail. Ich weiß nur noch nicht, welchen Pfad ich hier nehmen werde. Hier haben sie ganz schön Kies aufgeschüttet, damit man schön laufen kann. So, ich werde den grünen Weg nehmen, nicht den orangefarbenen. Der ist 24 Kilometer lang. Der andere ist wohl etwas über 13 Kilometer. Und das reicht mir heute auch. Alles, was mal runter geht, geht natürlich auch irgendwann wieder rauf. Na, da bin ich ja schon gespannt. Es waren schon mal ein paar tolle Spots hier und das schon in so kurzer Zeit. Harisuvanto steht da drauf. Ein halber Kilometer. Hängebrücke, das ist die Hälfte. Und dann geht es wieder retour Richtung Ausgang. Ein bisschen wackeln tut es auch noch. Das muss sein. Soll ja auch nicht zu einfach werden. Komm mir vor, wie nach einer Flasche Wein hier. Gleich geschafft. So, also wer jetzt nur noch den orangenen Weg weiter möchte, der muss jetzt hier oben weiter. Das wären dann aber nochmals einiges an Kilometern bei 24.
Aber für mich geht der Weg jetzt hier weiter, der grüne Weg, der reicht mir dann auch. So, und weiter geht's. Johannisbeersträuche, auch interessant. Tja, zu Hause muss man die teuer kaufen. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum das der Bärenpfad ist. Nicht der Bär mit Ä, sondern die Beeren. Himbeersträuche, hier, Johannisbeersträuche, Moltebeeren, Heidelbeeren, was gibt es noch für Beeren? Nee, Stachelbeeren habe ich nicht gesehen. Aber, oh Gott, eine riesen Treppe. Und ich glaube, die führt ganz schön weit nach oben. Uiuiui. Aber was hochführt, geht auch wieder runter. Schaut euch diesen Aufstieg an. Auf geht's. Hier ist der Schnittpunkt und danach geht bloß nur ein Weg zurück, das nicht mehr allzu weit dann. Also man kann sagen, ich bin schon fast am Ende angekommen. Jetzt hier noch rüber, also zwei Brücken müssten es noch sein. Und dann ist der kleine Bärenpfad umrundet. Ihr dürftet mich jetzt nicht anfassen, ich bin vollkommen nass, als ob ich gerade aus dem Wasser gestiegen wäre. Irgendwie brauche ich noch eine Dusche heute. So, den Rest schaffe ich auch noch. Und vor allem hier ist jetzt ganz schön was los. Jetzt sind die Leute alle rausgekommen. Ist ganz gut, dass ich jetzt etwas früher angefangen habe. So, das war's. Jetzt geht's gleich noch durch das Tor durch, dann zum Wohnmobil. Dann gucke ich mir erstmal meine Fersen an und dann werde ich erstmal duschen, bevor es dann weitergeht. Weil hier bleibe ich nicht. Es geht sofort weiter. Es gibt ja noch andere Abenteuer zu entdecken. Und jetzt stellt sich natürlich immer noch die Frage, wie lange bin ich denn gelaufen? Welche Zeit habe ich gebraucht? Ich habe kein Picknick gemacht. Aber zwischendurch mal angehalten, immer wieder gefilmt und fotografiert, das ja. Aber das macht ja sowieso fast jeder, der hier langläuft. Ich bin die grüne 13,3 Kilometer Runde gelaufen. Ja, es ist schön angenehm. Oder jetzt ist es schon wesentlich wärmer. Also jetzt könnte ich auch mit T-Shirt rumlaufen, aber schon der Mücken wegen nicht. Die würden mich wahrscheinlich aussaugen. Ja, welche Zeit. Und schwirrt schon irgendeine Zeit bei euch durch den Kopf?
Es waren gestern 2,5 Stunden, glaube ich. Ich bin 3,5 Stunden gelaufen. Irgendwie kommt mir das viel zu schnell vor. 3,5 Stunden für die 13,3 Kilometer mit Pause. Hoch und runter. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das heißt, jetzt geht's ab unter die Dusche. So, geduscht und umgezogen und jetzt kann es gleich weitergehen. Ich bin jetzt hier auf dem Weg in Richtung Rovaniemi und bei Outikyngas. Das ist ein Wasserfall, 16 Meter hoher Wasserfall. Der liegt hier auf dem Weg dorthin. Und hier habe ich jetzt Stopp gemacht und werde mir das Ganze mal noch anschauen. So, und damit endet auch dieser Teil. Ich habe ja jetzt den Ulanka Nationalpark verlassen und ja, werde mir jetzt gleich noch einen Schlafplatz suchen. Und damit endet der Teil. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Euer Marcel. Ciao. Nächste Woche beginnt das Video nicht nur mit einem Feueralarm, sondern auch mit einem Insektenalarm. Macht's gut. Bis nächste Woche.